Schweiz hat den neuen Bundesrat. Politiker aus der Region sind mehrheitlich zufrieden. Die Bürger von Muttenz sind hässig, weil sie erst aus den Medien vom Asylzentrum erfahren haben. Und morgen spielt der FCB auswärts gegen Lech Posen. Tele Basel hat ihn bei der Abreise begleitet. Guten Abend. Die ganze Schweiz hat heute am Morgen auf Bern geschaut. Die Vereinigte Bundesversammlung hat dort den Bundesrat gewählt. Die bisherigen Bundesräte waren nicht umstritten. Die grosse Frage war aber, wer ersetzt die zurücktretende Evelyn Widmer-Schlumpf? Drei SVP-Vertreter sind zur Wahl gestanden. Im dritten Wahlgang hat sich dann der Waadtländer Nationalrat Guy Parmelin mit 138 von 243 Stimmen durchgesetzt. Der 56-jährige Weibauer hat die Wahl kurz darauf auch angenommen. National- und Ständeräte aus der Region sind mit der Wahl von Guy Parmelin mehrheitlich zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Es war meine Wunschkandidatur. Ich bin sehr froh, dass damit auch Konkordanz wieder hergestellt ist, dass wir Stabilität haben im Bundesrat, dass wir eine ausgewogene Landesregierung haben. Und ich glaube, der Guy Parmelin ist die beste Wahl, die wir heute treffen konnten. Wir waren nie begeistert von dieser Auswahl, die uns hier präsentiert worden ist von der SVP. Gleichzeitig haben wir den Sitz anerkannt und es ist jetzt der gewählt worden, weil auch wir dann schlussendlich offensichtlich gewählt haben, sonst hätten wir jetzt schon von Anfang an so viele Stimmen gemacht. Ich finde es jetzt richtig, dass die SVP einen zweiten Sitz hat von ihrer Stärke her und dass jemand gewählt worden ist, der auf dem offiziellen Ticket war, dass mal Schluss ist mit diesen Spielen, wo vor allem die Linken früher einmal darunter gelitten haben, aber jetzt auch die SVP, und ich hoffe, dass wir jetzt eine gewisse Stabilität hinbekommen. Insofern bin ich sehr hoffnungsvoll. Aber ich finde, die bürgerliche Mitte sollte einen anderen Kandidat oder Kandidatin stellen. Ich habe Herrn Parmelin gewählt. Herr Parmelin vertritt die Positionen, die meiner Position, der Position auch von der CVP, sehr nah ist. Man hat ja das eigentlich gesehen, was jetzt heute passiert ist. Und man muss eigentlich im Nachhinein erst sagen, viel Lärm um sehr wenig. Es ist echt sehr ruhig verlaufen. Man meint vielleicht bei ihm, weil er ein Weinbauer ist aus dem Waadtland. Er bringt vielleicht intellektuell nicht so viel mit. Aber gerade in der Gesundheitskommission hat es sehr schwierige Dossiers, sehr komplexe Dossiers, und er führt die Kommission also wirklich mit Bravour. Er bringt absolut das mit, was man von einem Bundesrat erwarten kann. Für Tele Basel vor Ort ist unsere Kollegin Lea Klaus. Sie hat für uns die Wahl beobachtet. Lea, wie ist der Tag abgelaufen? Ja, Dani, im Vorfeld der Wahl ist ja ganz viel diskutiert worden, ganz viel taktiert worden. Aber im Endeffekt am Wahltag selber ist es dann keine Diskussion mehr gewesen. Schon am ersten Wahlgang war klar gewesen, es wird jemand vom SVP drehen Ticket. Und dann am Schluss im dritten Wahlgang war auch klar gewesen, wer, nämlich der Guy Parmelin. Was sind denn die Reaktionen auf die Wahl gewesen? Ja, die Reaktionen auf die Wahl sind doch sehr verhalten. Die Linken haben gesagt, es ist halt der Kandidat, der vielleicht am ehesten noch wählbar ist von diesem Dreierticket. Und auch die Mitte war nicht restlos überzeugt. Nur die SVP, die sind natürlich begeistert. Sie haben wollen, dass jemand von ihrem Dreierticket wird. Und das ist auch so geworden. Vielen Dank, Lea Klauser, live aus Bern. Über die Bundesratswahl reden wir auch im 061 Live. Die Gäste sind der Basel mit der SVP-Präsident Oskar Kämpfer, der Direktor von der Handelskammer Franz Saladin und der Journalist Urs Buss. Sie können wie immer anrufen und ihre Fragen stellen. Das 061 Live ist gerade nach dem 7 vor 7.